Ich kann nicht schlafen. Diese Albträume suchen mich heim. Kaum habe ich meine Augen geschlossen. Also liege ich still in meinem Bett und denke darüber nach, dass mich mein Boss morgen anmeckern wird, weil ich wieder so müde zur Arbeit erscheine. Ich höre ein Geräusch, ein schrilles Geräusch. Ich tue das als Einbildung ab und langweile mich weiter. Da ist es wieder, dieser schrille Ton, als würde jemand schreien. Ich reiße die Augen auf. Ich sollte aufhören, so viele Creepypastas zu lesen. Plötzlich werde ich wieder durch ein schrilles Geräusch aus meinen Gedanken gerissen. Natürlich, die Türklingel. Seufzend schlurfe ich zur Tür und frage: Wer ist da? Pizzaservice, antwortet mir eine freundliche Männerstimme. Ich sehe zur Uhr. 2.36 Uhr morgens. Ich habe keine Pizza bestellt. Ihr Nachbar hat sie freundlicherweise für Sie bestellt. Okay, denke ich mir. Müde öffne ich die Tür und sehe einen jungen Mann in Pizzahaus-Uniform. Danke, sage ich und nehme ihm die Pizza aus der Hand. Plötzlich sehe ich etwas Silbernes in seiner Hand aufblitzen und schon läuft der Typ in meine Wohnung, während ich mir an meine Kehle fasse und versuche, das austretende Blut aufzuhalten. Es tut so weh. Es ist so schmerzhaft. Ich reiße die Augen auf. Ich sollte aufhören, so viele Creepypastas zu lesen. Plötzlich werde ich durch ein schrilles Geräusch aus meinen Gedanken gerissen. Die Türklingel. Seufzend schlurfe ich zur Tür und frage: Wer ist da? Pizzaservice.